Hallo. Alles Neue macht nicht nur bald der Mai, sondern Ingo. Auch der Echo zum 26. Mal wird er in Berlin verliehen. Und es gibt neue Moderatoren, es gibt weniger Kategorien, es gibt einen neuen Sender. Vox. So, und das ist Grund genug für uns zu fragen, was will Promi eigentlich mal an sich so rund erneuern? Und meine Lieblingsfrage. Wo ist eigentlich Helene Fischer? Nein, die mit dem Sex. Achso, was hören die Prominenten eigentlich? Was knallt aus den Boxen im Schlafzimmer, Mann? Ist ja gut. Traust du dir das zu fragen? Ich fände das eigentlich ganz gut beschrieben, was du diesen Satz gesagt hast. Musik ist Leidenschaft. Auf jeden Fall. Zweite Leidenschaft im Leben ist? Sex, richtig. Welche Musik knallt bei euch aus den... Das ist doch kein... Ihr seid doch nicht minderjährig mit 17. Doch, Gossmann. Wir sind offiziell minderjährig. Oh, könnt ihr bitte sofort weitergehen? Ich höre sehr gerne Rock'n'Roll. Schon immer gerne gehört. Und das, glaube ich, ist ein bisschen awkward, oder? Wenn man dann irgendwie so beim Akt dann auf einmal dann, sagen wir mal, Rage Against the Machine anmacht. Oder System of a Down. Das hat irgendwie so ein bisschen was, wo ich denke so, Ach, halje. Das Ding ist bei mir, ich konzentriere mich so auf die Aufgabe, die ich habe, dass ich gar nicht mehr weiß, was da lief. Alles neu beim Echo. Was würdest du an dir, wenn du die Chance hättest, nochmal rund erneuern? Rund erneuern? Was meinst du, körperlich? Körperlich, ja. Rund erneuern? Nö, ich bin ich. Ich bei mir selber, ich meine nichts. Im Moment läuft alles sehr, sehr gut, sehr geschmeidig, sehr schnell. Scheiße, ne? Das ist so viel, da würden wir morgen noch hier stehen, ne? Was ich alles an mir verändern wollen würde. Rund erneuern vielleicht meine Vergangenheit. Den einen oder anderen Fehltritt könnte ich vielleicht mal weglassen, aber gut, die Summe macht mich halt aus, ne? Ich finde meine Füße unglaublich hässlich, ne? Wenn ich die Chance hätte, dass ich die auswechseln kann, dann wäre ich sofort dabei. Meine Haut. Meine Haut, ja, da bin ich auch dabei. Ich brauche mal ein Peeling, scheiße. Meine Musik. Okay, warum? Was ist daran schlimm? Schlimm ist da gar nicht, aber wenn es eine Sache gibt, dann wäre es wahrscheinlich die Musik. Was knallt bei Udo Lindenberg im Schlafzimmer aus den Boxen? Das ist ja alles ganz geheim, wie wir das machen. Fernöstliche Meditation, Trance, alles in Trance. Ich kriege das gar nicht so genau mit. The sound of silence. Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Und da kriegt jemand einen Orgasmus bei dem Song? Ich zwinge ja immer alle dazu, das zu machen, wie ich das gut finde. The Weeknd. The Weeknd. The Weeknd ist, glaube ich, auch ein guter Kandidat. Ich glaube, der macht das auch extra. Denn der macht diese Michael-Technik, diese Soft. Den Beat zur richtigen Stelle, zum richtigen Moment dann. Dann sehen wir uns später. Du, habt noch einen schönen Abend. Dankeschön, Mandy. Sympathisches Mädel. Was würdest du singen, wenn du mit Ingo zusammen im Schlafzimmer sein würdest? Deine... Himmel, 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 blauen Augen, lieber Ingo, kommen wir immer wieder nah. Da ich ja Single bin, ist da mal jetzt so richtig schön die Musik aus, ne?